Good evening, this is Rumendex, we don't want to die in hospital. Bonsoir, monsieur, dames, c'est les femmes de Zeph, on ne veut pas mourir à l'hôpital. Guten Abend, Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Thema ist Pflanzenheilkunde, Heilpflanzen, Herbal Medicines. I've bought a book, Herbal Medicine Handbook from Altea Press. The book has been shown to me. Ich habe das Buch gezeigt bekommen. From the creators of the New York Times bestseller Essential Oils for Beginners. In dem Buch werden Heilpflanzen vorgestellt und den einzelnen Pflanzen werden in einer Übersicht hier zum Beispiel Hopfen, Hops, Healing Properties, Anodyne, Digestive, Febrifuge, Sedative, die Heilungseigenschaften zugeschrieben. Sedative heißt zum Beispiel, dass das Ganze beruhigend wird. Es gibt hier den Abschnitt Medicinal Uses. Ich habe extra hier New International Webster's Comprehensive Dictionary of the English Language. Da kann ich nachgucken, wie das ausgesprochen wird. Medicinal Uses, Diarrhea, also Durchfall, Indigestion, Insomnia, Schlaflosigkeit, Muscle Cramps, Muskelkrämpfe, Stress, Zahnschmerzen und Water Retention. Wenn man nicht pissen kann. Das Buch gefällt mir sehr gut. Im zweiten Abschnitt, da werden weniger Pflanzen vorgestellt als hier in diesem Buch, das ich mir zweimal kaufen soll. So habe ich das gelernt. Wenn man dieses Buch haben will, muss man sich offiziell fortbilden, weil PDR ein US-Think-Tank ist, dem US-Militär sehr nahestehend. Im Grunde ist es ein Think-Tank des US-Militärs. Man kann daher den praktischen Teil wahrscheinlich auf den US-Militärbasen in Deutschland absolvieren. Ich würde mich aus Solinger Sicht an das Konsulat in Düsseldorf wenden. Ich mache da jetzt keine weitere Werbung für. Ich habe das jetzt, glaube ich, ein paar Mal gesagt. Wie gesagt, ich habe es zweimal. Ich habe auch brav meinen Namen sowohl in das Buch als auch in den Einband geschrieben. Die Bücher gab es auch schon früher schon mal Terz. Neu kriegt man die kaum. Die sind immer vergriffen, weil die stark bezuschusst werden. Hier steht auch mein Name drin. Sehr gut. Wie gesagt, ich bin an zwei Gebrauchte gekommen. Damit ist der Formalität auch genügend getragen. Ich habe noch andere gebrauchte Bücher von PDR zum Thema Ernährungslehre gekauft und rezeptfreie Medikamente, US-rezeptfreie Medikamente. Ich möchte da auch immer reingucken. Das Buch hat dann hier, wo war's? Hämorrhoiden. Witch Hazel Cleansing Pads, auch pflanzliche Mittel gegen Hämorrhoiden zum Beispiel. 20 Cotton Pads, 20 Baumwoll Pads, eine halbe Tasse Liquid Witch Hazel. Witch Hazel, kann man wahrscheinlich hier nachgucken.
Man soll wahrscheinlich einen Auszug davon herstellen oder einen Tee. Hilft gegen Hämorrhoiden. So. Ah, hier haben wir auch was gegen Attention Deficit Disorder and Attention Deficit Hyperactive Disorder, ADHS. Calming Chamomile Lemonade. Da gibt es Limonade gegen. Mit Stevia zum Süßen. Chamomile Teabags. So, dann kann man hier unter Chamomile gucken. Und dann landet man bei der klassischen Kamille. Finde ich besser als das, was deutsche Schüler gegen ADHS bekommen. Die Limonade kann man wahrscheinlich mit den Kindern auch zubereiten. Ich glaube auch, dass das hilft. So. Ich wollte jetzt in dieses PDA-Buch reingucken und wirklich auf der ersten Seite anfangen. Ich finde vieles an diesem Buch gelungen. So, es beginnt mit einem Vorwort und dann How to use this book. Was zum Beispiel sehr wertvoll ist, sind die offiziellen Pflanzenbestimmungskarten in dem Buch drin. Wenn ich sie denn jetzt sofort finden würde, hier sind die. Und das sind wirklich die offiziellen Pflanzenbestimmungskarten. Ich kann die mal gerade zeigen. Das hier sind die nicht. Hier sind so ein paar Sachen zur Pflanzenbestimmung drin, aber das hier sind die offiziellen Karten. Hier sind auch nicht die offiziellen Karten drin. Und so muss die jeweilige Art aussehen. Und da sind auch die Merkmale, die vorhanden sein müssen, gut drauf oder sichtbar. Es sind auch jeweils wahrscheinlich die Pflanzenteile, die man verwenden soll, zu sehen. Das ist relativ umfangreich. Neu kostet das Buch keine 55 Euro in Deutschland. Wie gesagt, es wird stark bezuschusst. Und dann kommt dieser wichtige Teil, Herbal Monographs. Da wird sehr viel zu den einzelnen Pflanzen geschrieben, da ist jeweils der lateinische Name da. Bei es stehen die Dosierungen dabei. Ist bei vielen Pflanzen auch wichtig, dass man die nicht überschreitet. Wirkstoffe stehen dabei. Es wird hier zum Beispiel Handbuch der pharmazeutischen Praxis, 5. Auflage, Band 4 bis 6, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 92 bis 94, bei afrikanischer Kartoffel. Das Zeug ist auch giftig. Man lernt auch sowas zuzubereiten. Ich darf das, glaube ich, auch machen. Also ich glaube nicht, dass ich darf das machen. ich finde das sehr gelungen. Man sieht hier auch keine Bilder mehr. Es ist sehr nüchtern gehalten. Dieses Handbuch der pharmazeutischen Praxis ist da auch immer genannt. Wahrscheinlich, ich schreibe es mir mal gerade auf. Kann nicht schaden, wenn man sich sowas dann auch noch besorgt. Gerade wenn man hier im deutschsprachigen Raum unterwegs ist.
Das ist vor allem bei Drogen immer genannt. Ach ja, ich habe mir sowas besorgt. Müsste das auch bekommen. Wie gesagt, bei Pflanzen, die auch als Drogen genutzt werden können, ist das immer die erste Literatur, die angegeben wird. Ich vermute, die Dinger werden in Reihenfolge der Wichtigkeit genannt, so wie ich dieses Buch in Erinnerung habe. Das heißt, man sollte dann auch oben in der Literaturliste anfangen. Das ist nicht nach irgendeinem Schema genannt. Hier ist es nicht ganz oben. Manchmal ist es ganz oben. Die haben da gewertet und eine Rangliste bei der Literatur erstellt. Deshalb ist dieses Buch auch unter Forschern so berühmt. Man versucht, möglichst weit oben da aufzutauchen. Ja. So. Ach ja. Ach, das zeige ich später. Es gibt ein Buch, das habe ich zu Hause, das sollte man auch. Da geht es um Wechselwirkungen mit traditionellen, also chemisch erzeugten Arzneimitteln, die in größerer Menge und mit einer konstanteren Qualität erzeugt werden können als Pflanzen, die einfach so wachsen. Stock-based Drug Interaction. Habe ich auch zu Hause, zahle ich sicherlich auch mal in die Kamera. Bevor ich was empfehle, werde ich sicherlich auch bei Stock-based Drug Interaction nachgucken und sagen, was für Schwierigkeiten es geben kann, wenn man bestimmte Medikamente nimmt, wenn man die entsprechenden pflanzlichen Medikamente zu sich nimmt. Ich versuche das relativ seriös zu machen und auch ein Dossier zur jeweiligen Heilpflanze auf Deutsch zu erstellen. Das klingt nach einer Menge Arbeit. Ich finde, man muss die sich machen. Ja. So. Ich habe noch 25 Minuten auf der Uhr. Die Speicherkarte von der Kamera ist fast voll. Ich fange mal an, PDR for Herbal Medicines, Foreword, Herbal Medicines are preparations derived from natural occurring plants with medicinal, geht hier eine Lautschrift bei, ich mach's jetzt nicht, medicinal, or preventive properties. Herbal medicines sind Präparate abgeleitet oder erstellt aus in der Natur vorkommenden Pflanzen, die medizinische oder vorbeugende, die Gesundheit vorbeugende Eigenschaften haben. Also Medizin aus Pflanzen, die in der Natur vorkommen. Nichts, was speziell gezüchtet wurde. The World Health Organization estimates that 4 billion people, amounting to 80% of the world's population, use herbal medicines for some aspect of primary health care. Ich mache das auch gerne. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass 4 Milliarden Menschen
Das ist die Untergrenze. Amounting to 80% of the world's population. Ansteigend, also die Obergrenze sind 80% der Weltbevölkerung, benutzen Herbal Medicines, Medikamente aus Pflanzen, um sich gesundheitlich zu versorgen. Wie gesagt, ich schwöre auf so ein paar Sachen, gerade bei Virusinfektionen, da gibt es kaum herkömmliche Medikamente, die wirken, die wirken sollen, sind meiner Meinung nach in ihrer Wirkung fragwürdig. Da bleibt einem oft gar nichts anderes übrig, zum Beispiel. Oft in ihrer Wirkung fragwürdig bei Virusinfektionen. Es gibt so ein paar Virusinfektionen, da gibt es wirksame Medikamente, AIDS zum Beispiel. Das ist auch ein sehr, sehr großer Virus, da funktioniert das. Bei Grippeviren hilft zum Beispiel meiner Meinung nach seriös nur eine Impfung. Die Grippemedikamente, na, ich weiß nicht so. So. Herbal medicine is a major component in all indigenous people's traditional medicine and a common element in Ayurvedic, homeopathic, naturopathic, traditional oriental and Native American medicine. Also, das kommt vor bei Eingeborenen, Stämmen und in der ayurvedischen Medizin, in der Homöopathie, was Naturopathic ist, weiß ich nicht, was Traditional Oriental and Native American Medicine ist, weiß ich auch nicht, ich kenne nur von Karl May das Feuerwasser bei Winnetou. The foods early human The foods early humans ate contained thousands of phytochemicals, and through modern science we are also recognizing some of these as functional foods, for example green tea and soy. Okay, das Essen der frühen Menschen das frühe Menschen gegessen haben, beinhaltete Tausende von Phytochemicals, pflanzlichen Chemikalien, so genau das. Die haben vor allem Pflanzen gefressen, zu gut Deutsch. And through modern science we are also recognizing some of these as functional foods. Durch die moderne Wissenschaft erkennen wir solche als functional foods, funktionales Essen. Da wird grüner Tee und Soja genannt. Many spices such as garlic and curcumin have medicinal properties. Okay, Garlic ist Knoblauch und Kurkumin ist Kurkuma. Viele Gewürze sowie Knoblauch und Kurkuma haben medizinische Eigenschaften in addition to their role in flavoring foods. Zusätzlich zu ihrer Eigenschaft, Essen Geschmack zu verleihen. So, mich strengt diese Übersetzung gerade an. Ich kann mich auch nicht mehr richtig konzentrieren, deshalb höre ich jetzt auf. Das reicht für heute. So. Ich mache mir hier ein kleines Zeichen ein, dass man rausradieren kann, dass ich bis hierhin gekommen bin. Und dann lese ich weiter ins Vorwort. Okay. Tschüss.